wirklich leben, sehr wenig. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich weiß circa, wie viele Konzertfotografen es gibt. Und die Konzertfotografen, die davon leben, also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man nur von Konzertfotografie leben kann. Die Konzertfotografen, die davon leben, machen zum Beispiel viel Pressearbeit und werden dann von Zeitungen bezahlt, von Magazinen. Aber der Großteil der Leute macht halt wirklich viel Magazine. Und es ist halt leider Gottes noch immer so, dass man Fotografie oder wenn man online Fotos zur Verfügung stellt, ist das halt immer noch mit gratis verbunden. Das heißt, wenn man für größere Magazine fotografiert und es ist nur online, praktisch eine Online-Verwendung der Bilder, wird es halt meistens nicht bezahlt. Und es ist halt total schwierig, mit Konzertfotografie Geld zu machen, weil das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Star auftritt, in der Stadt halt wie immer, dann haben die oft ihre eigenen Fotografen mit. Und dieser Fotograf macht vielleicht Fotos vom ersten Konzert, dann stellt er das auf Getty Images, wie auch immer, wo alle Medien Zugriff haben. Und im Endeffekt hat jeder das gleiche Bild, weil das Konzert ist jeden Tag das gleiche, der Künstler hat jeden Tag die gleichen Klamotten an und es sieht eigentlich keiner, ob das jetzt in Amerika beim ersten Konzert aufgenommen wurde oder in Wien in der Stadthalle. Und deshalb ist der Verkauf von Konzertfotos, glaube ich, wirklich sehr schwierig. Man kann es über Magazine machen, über Printmagazine. Meistens ist es aber so, dass es einen Konzertfotografen oder einen Fotografen pro Magazin gibt. Das heißt, man kann es auf der Hand abzählen, die großen Tagesmedien in Österreich, wer da fotografiert. Und der Großteil ist sicher für Blogs und Magazine, die es veröffentlichen.